Okay, wir sind ready. Ja. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanita. Wenn ich jetzt jemanden erreichen möchte, dann würde ich immer als allererstes anrufen. Aber das funktioniert nicht immer, weil nicht jeder kann unbedingt rangehen. Aber die meisten können einfach per Chat antworten. Deswegen würde ich bei Teams immer dann einfach mal eine 1-zu-1-Nachricht schicken. Ja. Hier habe ich auch meinen Chat mal offen. Man sieht, du hast mir eine Nachricht geschrieben. Wenn ich da reinklicke, sehe ich unseren Unterhaltungsverlauf. Mhm. Der ja sehr kurz und informell ist, würde ich mal sagen. Was ich besonders schön finde, ist auch, wir brauchen nicht immer ein Team, um darin zu kommunizieren, gerade wenn wir kurzfristige Sachen auch haben. Und ich kann hier Dateien hochladen, vom Computer oder OneDrive. Da ich hier dir dringend noch Rückmeldung geben muss, markiere ich das mal lieber als ungelesen, damit ich das später wieder auf dem Schirm habe. Alles klar, jetzt hast du es auch wieder fett oben und wirst es wahrscheinlich nicht vergessen. Hoffentlich. Was ich noch schön finde, ist, wir haben ja jetzt nicht nur Dateien, an denen wir arbeiten, sondern wir haben ja teilweise auch so Websites, zum Beispiel jetzt für das Kundenevent, dass wir da so eine Anmeldeseite erstellt hatten. Und die können wir oben über die Registerkarten einbinden. Da würden wir einfach den Link hinterlegen und dann haben wir das immer beide präsent und finden es direkt wieder. Außerdem kann man auch Third-Party Produkte einbinden, das haben wir jetzt nicht, aber das ist eine Riesenauswahl. Zu dem Chat gibt es auch vielleicht die coole Funktion, dass ich hier oben Chats anheften kann. Also für diejenigen, mit denen ich immer wieder schreibe, kann ich über die drei Pünktchen den Chat entweder lösen oder auch wieder eben anheften. Zudem besteht die Möglichkeit, dass ich auch Chats stumm schalten kann. Also wenn tatsächlich sehr, sehr viel passiert, kann man hier über die drei Pünktchen auch eben die Stummschaltung jederzeit ein- und wieder ausschalten. Ja, ich hoffe, das passiert in meinen Chats nicht. Offensichtlich ist es aktuell nicht stumm. Nee, passt.